Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Die Aussicht hier ist einfach nur geil. Ich glaube, wir machen immer Folgenende hier, dass ich da gucken kann. Finde ich gut. So, ist hier schon, hat schon angefangen zuzuwachsen. Finde ich auch schon mal gut. So, was ich so erwähnen wollte, hier sieht man so eine glatte Wand. Da wollte ich jetzt heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Habe ich ja gesagt gestern. Ich glaube, hier kann man ruhig zwei so Stufen machen. So, wir haben ja jetzt. Hallo Andy. Ja, komm mal her, mein Freund. Komm, porte dich hinter mich. Do it. Do it. Mach nicht nur Krach. Komm her. Schön, dass da Schwäne sind. Der portet sich doch nicht hier hin. Ich guck mal weg. Es ist eine Sau. So, wir haben hier ja jetzt. Okay, die Lücke sollte vielleicht doch zu. Wir haben hier ja jetzt relativ glatte Wände. Das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt nicht unbedingt mit Gravel oder weiter mit Stein arbeiten will. Der wäre ja dann hier so zu sehen. Ne, deswegen eventuell die Graspads wieder. Der kommt echt nicht. Hallo. Ich gucke dich an, mein Freund. Hallo. Der ignoriert mich. Nee, das mag ich gar nicht. Hey! So ein Sack. Drei Schwäne, ein Schwarzer. Der hat aber ein Schwimmproblem, ne? Aber schön, der eine kreiselt wie wild, der andere ist am Tauchen. Aber schön, dass hier auch Schwäne sind, finde ich gut. Was da? Ach, noch ein Huhn. Ein Huhn, das eine Ente werden will. Und noch eine, jawohl. Diese Blümchen könnte man mal mitnehmen, tun wir oben in den Pott. So, nur gelbe. Ne, da sind auch ein paar rote. Haben wir die für oben in den Pott. Da müssen wir immer gucken. Das ist, glaube ich, zu viel, wenn man da überall wirklich was reinsetzt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, hier die glatten Wände so ein bisschen auf lockern mit Cursed Earth. Cursed Earth. Die sieht ja ein bisschen anders aus als die normale. Ja, dass die Flächen nicht ganz so glatt sind. So. Wie da. Ja, da sind ja die Ränder anders. Und so denke ich mir das hier so ein bisschen dazwischen, dass das halt nicht so ganz glatt aussieht. Die könnten wir mal da hinten holen. Ich komme. Was habe ich denn da jetzt irgendwie XP eingesammelt? Von was das denn? Was ist denn da noch dazwischen? Ach so. Adenzit oder sowas. Wo hatte ich denn gesehen? Da ist jede Menge Körsters. Hier auch. Da ist auch Kohle noch jede Menge. Ja gut, den Mountain selbst will ich aber nicht unbedingt großartig verschandeln. Von daher verkneifen wir uns das mal. Kann ich hier irgendwo Cursed Earth abbauen, ohne dass es groß auffällt? Boah, hier ist doch jede Menge. Oh, guck, 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 guckst du? Jede Menge von dem Kram. Was ist denn da drunter? Normale Erde, das ist natürlich doof. Warte, da machen wir dann unauffälliger. Fangen wir von da hinten irgendwo an, wo es nicht so auffällt. Weil noch sind wir hier in der Gegend so landschaftsmäßig unterwegs. Geh mal weg, da Huhn. Geh mal weg, weg. Und so extrem viel von dem Zeug brauche ich ja auch gar nicht. So. So. Aber die Erde, die wächst ja nicht zu mit Gras. Deswegen möchte ich das jetzt nicht
hier Unmengen wegschuffeln. Ne, so an Stellen, wo es großartig auffallen würde, wenn da auf einmal mittendrin wieder Gras wächst. Von daher, das ist natürlich cool, dass da Gras drauf ist. Das wächst ja normalerweise, glaube ich, nicht da drauf. Da wächst hier eventuell Gras rein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen möchte ich das grundsätzlich eher nicht so. Aber das hier könnten wir eigentlich... Boah. Ne? Unauffällig an diversen Stellen nochmal was wegtun. So. So. Ich denke mal, das passt. Also hier ist nämlich ja grundsätzlich, hier haben wir in der Gegend noch nichts gebaut. Von daher ist hier grundsätzlich noch Landschaftsschutz. Wenn wir hier mal anfangen, ein bisschen zu besiedeln, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ah, 42 haben wir, das reicht, dicke. Ich will ja nur so ein bisschen verzieren da. Auflockern. So. Vielleicht ist jetzt auch überall Gras gewachsen, dass wir die Graspads machen können. Ich glaube nämlich, die sind die besten. Das haben wir ja hinten am Weg auch gemacht. Die haben ja dann auch noch so einen Rand, sag ich mal, der so ein bisschen nach unten geht. Ich glaube, das ist okay. Na hier, zack, zack, zack. Dann hier wäre schon so ein Punkt, können wir... So. Fällt nicht wirklich auf, ist aber doch was anderes. Wisst ihr? Steht da? Hier drunter bietet sich das an. Ja, da drunter auch. Hier und da können wir vielleicht auch mal ein Gravel reinsetzen. Dahinter. Oh, da ist Kohle. Da ist Kohle. Hopp. So. Ja, das Loch, das ist wirklich ein bisschen... Aber da kann man so... Ne? Das ist dann schon... Hier kann man auch schon den Graspad machen. Da sieht man es dann... Glaube ich auch. Warte. Was ich meinte am Rand. Ach so. Ach, da die ja immer Fackeln setzt. Warte mal, wir gehen mal gucken. Hier kann man das überall schon machen. Das ist natürlich gut. So. Das ist nur leider noch Dirt. Der wird eventuell auch nicht zuwachsen. Das ist ein bisschen doof. Ja, das meine ich nämlich. Da sind nämlich dann so Ränder. Das ist doch auch cool besser. Ne? Besser cool. Und um das dann noch so ein bisschen zu kaschieren, die Cursed Earth noch da rein. Ne? Da auch. Das war so mein Gedenke. Ja, gut, oder? Ne, dann gibt das nicht so krasse Übergänge. So. Können wir überall die Pads schon mal? Hier können wir auch schon Graspad machen. Das habe ich jetzt extra da mal nicht gemacht. Mal sehen. Weiß ich noch nicht, ob es mir so gefällt. Ja. Da drunter auch mal so aus Jux. Das wird... Das ist eine Kleinigkeit, die fällt keiner so auf. Aber die ist gar nicht schlecht. Ach, ich Idiot. Da setzt man Cursed Earth rein. Hahaha. Gar nicht doof. So. So. Hier auch so? Ne, da kann man ruhig. So.
Na? Zack. Komm ich dran? Jawohl, ich komme dran. Hier setzen wir einfach mal Gravel rein. Bams. Hier auch. Bams. Der ist überall zugewachsen, das ist geil. So. Jetzt habe ich die Curse Earth nicht mehr. Zack. Zack. Es wird schon wieder dunkel. Ich weiß, ich weiß. So. Wir könnten wir eigentlich. So. Und hier auch noch mal so. Da in die Ecke läuft keine Sau, deswegen, obwohl da könnten wir noch mal Gravel tun. Was passiert denn, wenn ich da... das war, glaube ich, nicht so doll. Doch, lieber so. Und hier, zack, 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 zack. Das ist normale Erde. Pass auf, gleich kommt wieder Creeper von hinten oder so. Alter! Ach, das sieht man jetzt nicht mehr, deswegen. Ja. Boah, wir haben die fast komplett verbraucht, die Curse Earth. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das hier ist vielleicht noch ein bisschen, ne? Müssten wir vielleicht auch noch so mal so machen. Da bin ich auf so eine steilere Wand, dass man da nicht höher kann. Ansonsten finde ich das schon mal ganz gut. So, ich habe doch Blümchen mitgebracht. Guck mal. So. Kann man hier die Blümchen? Hier haben wir gar keine Blumenkästen. Ja. Zack. Zack. Ja. Ja, ganz voll wird, wie gesagt, ein bisschen... Ja. So. Vielleicht noch ein paar andere Blumen, wir haben ja genug. Muss man mal gucken, wie die Größenverhältnisse sind. Aber das ist gar nicht so schlecht. Ach ja, ne, so, gefällt mir. Ich würde sagen, vorerst sind wir jetzt hier fertig. Vorerst, wir müssen hier noch Lichter machen. Ja, hier könnte man noch eine Laterne irgendwo hinstellen und so. Aber was ich zum Beispiel hier denke, wo auch ein Hängelicht sein wird, da haben wir das Material nicht für. Und das finden wir auch in der näheren Umgebung nicht. Da müssen wir mal was weiter weg. Da brauchen wir eine Wüste, in der wir noch nicht waren. Von daher, ne? Kriegt das alles in die Tasche hier? Ne, war eigentlich klar. Wobei Sachen, einzelne Sachen... So, kriegt man schon wieder ein bisschen mehr. Aber kriegst trotzdem nicht alles. Aber wir haben doch, warte. Was war das denn jetzt? Cancel. War die falsche Taste. So. Da haben wir doch. Ne, so diverse Möglichkeiten. Ach, siehste? Das bietet sich zum Beispiel hinten sogar an. So, die dabei. Die dabei. Ja, keine Ahnung. Das. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.
Gravel. Ach, ist mal wurscht, wir machen es einfach mal wild. Auch wenn ich den Scheiß dann da drin wahrscheinlich vergesse. Habe ich jetzt alles? Ja, perfekt. Perfekt. So, dann können wir den Kram nämlich wegbringen. Oder wir könnten hier drin eine Kiste platzieren irgendwie, irgendwo. Können wir nicht, weil hier kein Platz. Wobei die Kochzeile hier mir ehrlich gesagt sowieso nicht so. Fünf Öfen und sonst irgendwie nicht so wirklich. Das ist schon extrem einfach, ne? Aber naja. Ja doch, das lassen wir so. Hier muss keine Kiste mit irgendwas sein. Ich habe sogar noch Platz in der Tasche jetzt. Oh, es ist ja Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir morgen hier weg. Oh, du, hau ab. Ja, du auch noch. Jetzt haben die einen Weg hier hoch, jetzt finden sie es. Das ist der Hammer. Ganz schnell pennen, ganz schnell. Gute Nacht.